Hallo Bienenfreunde, heute haben wir Samstag, ich habe gerade Feierabend gemacht und habe mir gedacht, ich gucke heute schon mal die Topper Hives durch. Die zwei, die ich hier stehen habe, weil das Wetter ist wechselhaft und da muss man jede Minute nutzen. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich die anderen heute auch noch. Die Wirtschaftsvölker, aber erstmal die Topper-Hives. Es kann sein, dass es jeden Moment anfängt zu regnen und dann wieder die Sonne scheint und dann wieder Regen. Jetzt gucken wir erstmal hier rein. So wie gehabt, die ersten Brettchen aufmachen hier. Bis zum Absperrgitter. Das ist. Nee. Hier? Irgendwo dazwischen, glaube ich. Ich mache erstmal die Deckbrettchen los. Dann können wir die schon mal rausnehmen. Hier hängen die Drohnen ab, hier vorne im Chillraum. Oh, da sind ganze Haufen da unten. Das stelle ich erstmal beiseite. Kommt das nächste. Noch eins. Das kann ich jetzt schon abschütteln. Ja, versuchen zumindest mit einer Hand. So, jetzt geben wir mal ein bisschen Rauch. Wie gesagt, sehr viele Drohnen hier. Schöne dicke Brummer. Wenn die keinen Sperma haben, dann weiß ich es auch nicht. So, jetzt muss ich es mal beiseite legen, das Handy. Jetzt habe ich mal ein paar Waben losgemacht und das Sheet. Können wir jetzt rausnehmen. Stelle ich jetzt hier vorne hin. Die erste Wabe. Pollen oben, Futterkranz und Drohnenbrut. Jetzt muss ich mir die Ränder angucken. Und gleich lege ich das Handy mal aus der Hand, weil einarmig ist doch ein bisschen kritisch hier. Und ich muss die auch ein bisschen kippen können und das mache ich jetzt auch. Also bis gleich, falls ich was finde, melde ich mich. So, was ich jetzt festgestellt habe, ist, dass in Arbeiterinnenzellen Stifte sind. Aber bei der Drohnenbrut, also die Drohnenbrutzellen, nicht mehr bestiftet. Da sind nur noch Larven. Scheinbar haben sie jetzt genug Drohnen. Das werden jetzt mehr und mehr Speicherzellen, also für Honig, die Drohnenzellen. Hier sieht man, glaube ich, dass die bestiftet sind, die Arbeiterinnen. Oder auch nicht. Jetzt bin ich am Absperrgitter angelangt. Da muss ich immer aufpassen, wenn ich das Brettchen runternehme, dass da nicht gerade die Königin sitzt und dann rüberläuft.
Deswegen kann das auch sein, wenn ich mal im Brutraum keine Stifte finde, dass die dann im Honigraum ist. Irgendwie hin. Letztes Mal hatte ich ja die eine Drohnenwabe hier ausgeschnitten. Also zwei waren es ja eigentlich. Hab aber nur noch eine reingehangen. Und die haben sie wieder ausgebaut hier. Zum größten Teil Arbeiterinnenbrut. Und am Rand haben sie auch Drohnenbrut gemacht. Und die ist auch bestiftet. Also ich nehme wieder alles zurück. Also zum Teil. Und dann wollte ich noch was ausprobieren. Und zwar wollte ich jetzt so eine alte Futterwabe vom letzten Jahr, die hier hinten noch drin stecken. Die hole ich jetzt raus und stecke sie vorne als erste Wabe, als Randwabe sozusagen ans Flugloch. Also hinter das Sheet. Je nachdem, wie man es sieht. Und da möchte ich mal sehen, ob die ausräumen und umtragen und verbrauchen. Oder ob die einfach so als Futterwabe da lassen. Das schaue ich mir dann nächste Woche an. Jetzt hole ich sie erstmal raus und stecke sie da rein. Tja, hier hinten ist auch ganz schön was los. Das ist sehr stark, das Volk. Mal gucken, ob sie hier schon was ausgebaut haben. Aber hier die letzte Wabe ist, glaube ich, eine Futterwabe. Die ziehe ich jetzt mal raus. So, da habe ich sie. Und die stecke ich jetzt vorne rein. So, jetzt muss ich noch schnell hier den Leerraum füllen, wieder mit einem Oberträger. Und ich habe gerade einen Anruf gekriegt, ich muss nochmal auf die Arbeit, da ich Bereitschaft habe. Leider. Und muss ich Schluss machen erstmal. Gut, dann danke fürs Schauen und bis morgen vielleicht.